Erfolgsfolge! Tatra fällt mir nur eins ein, und zwar Pokémon. Karpador setzt Blasche ein. Ja, das ist die Sinn. Karpador, das sinnloseste Pokémon, was es jemals gab. Dazu muss man sagen, wir kommen ja jetzt wirklich aus der Generation, wo wir alle Pokémon gezockt haben, oder fast alle. Ja. Du bist ja sowieso schon mal anders gewesen. Ich hab die immer noch alle, die ganzen Karten. Ich hab noch Yu-Gi-Oh! Karten. Die hab ich immer alle. Ja. Ja, stimmt, Yu-Gi-Oh! War damals ja auch. Das war auch. Also Yu-Gi-Oh! Und Pokémon haben sich immer duelliert, was am häufigsten auf dem Schulhof gespielt wurde. Wobei, bei Yu-Gi-Oh! Hab ich nie so wirklich durchgeblickt, was man da jetzt alles beachten muss. Ja, gut. Das war bei Pokémon halt das Positive. Du konntest zwei, drei Karten, sag ich mal, und das war das Spiel. Naja, nee, bei Pokémon das Positive. Normalerweise, das richtige Pokémon hat auch extrem seltsame Regeln. Aber. Moment, das ist richtig hier? Oh. Das richtige Pokémon hatte auch sehr komplexe Regeln. Das Problem, das Gute bei Pokémon war, du konntest es auch ohne Regeln spielen. Ja. Einfach Pokémon-Karten gegeneinander werfen und ja, hier und der gewinnt. Fertig. Richtig. Bei Yu-Gi-Oh! Musstest du dich wirklich an die Regeln halten, wenn du da eine Regel nicht beachtet hast, hieß es der Betrüger. Ich kenne mich da aus, ich habe das auch eine ganze Zeit lang gezockt. Wobei, ich fand's auch lustig, dieses, ich sag mal manuelle Spielen, ja. Kind gegen Kind, Wand gegen Wand. Das war, weiß nicht, hat man sich an 1000 Regeln gehalten und dann hatte das Kumpel von mir nämlich auf dem Gameboy. So, da gab's die ganzen Regeln nicht. Da gab's das einfach nicht. Das war da einfach nicht vorhanden. Das heißt, immer wenn ich das auf dem Gameboy gespielt habe, habe ich mich gefühlt wie der King, weil ich da alle möglichen Leute platt gemacht habe. Ist auch klar, ich muss mich praktisch an nichts halten, außer ich lege dann die Karte, Gegner legt jetzt die Karte. Ich bin wieder dran, ich lege die und die Karte, Gegner legt die und die Karte. Ich habe gegen andere Kinder gespielt, ich habe so abgelost, ich habe gefühlt wie... Keine Ahnung, was das war. Ist aber auch so bei diesen Kartengames natürlich immer das Problem, ne? Du wirst in der Kindheit schon dazu erzogen, du musst immer gewinnen. Du musst der Beste sein. Wie es der Pokémon-Spruch halt schon sagt, du musst sie alle haben. Du musst klar, der Beste sein. Das ist halt eben auch dieser Konsumantrieb, sag ich mal, dahinter, weil wenn die sagen, du musst sie alle haben, rennen natürlich alle Kinder in den nächsten Karten an. Ich brauche alle Pokémon-Karten. Warum brauchst du sie denn? Ich muss sie alle haben. Ja, das ist halt natürlich doof, wenn man sowas dann auf Kinderbasis ausübt, solche Allerdings war das immer schon so und es wird auch immer so bleiben. Aber man kann sich ja trotzdem beschweren und gegen stark machen. Gegen stark machen werde ich wahrscheinlich nicht, weil ich dafür zu faul bin, aber beschweren tue ich mich. Aber Kinder sind halt eben einfach anfällig dafür und das weiß einfach jeder, deswegen nutzt das einfach jeder aus. Ist vielleicht nicht unbedingt moralisch am besten, allerdings... Für Geldbeutel am besten. Ja. Also wenn ihr eine eigene Firma habt, sag jetzt nichts Falsches, dann werdet ihr wahrscheinlich genauso denken, denke ich. Alter, das ist ja, du hast gerade glaube ich alle Zuschauer mit auf einmal dumm gemacht. Warum? Das ist ja kein Dummer, das ist ja teilweise nicht mal mehr böse gemeint. Allerdings kann man heutzutage ja fast gar nicht mehr anders überleben. Du kannst in allen, aber gerade heutzutage öffnen sich so viele Möglichkeiten, wie du Kohle machen kannst. Ach ja, wie denn? Weiß ich doch jetzt nicht. Ja. Aber es gibt viele, wenn du hörst, was ist ich, der Typ ist nach Amerika gezogen, hat Brötchen verkauft, ist Millionär geworden. Amerika. Sowas halt. Es hat ja auch nichts mit Amerika. Du musst einfach nur was machen, was noch kein anderer gemacht hat. Ja, aber das ist einfach schwer. Jetzt guck mal, heutzutage gibt es kaum noch was nicht erforscht ist. Wir haben fast alles entdeckt. Das Problem an der Sache ist, Dinge, die nicht erforscht sind, kennt keiner, weil sie halt nicht erforscht sind. Deswegen denken alle, alles ist erforscht, aber es ist ja alles gar nicht erforscht, weil es kennt ja keiner alles, weißt du? Ja, ich sag mal so, die Tiefsee zum Beispiel, weiß man eigentlich praktisch gar nichts drüber. Das könnte man erforschen. Verstehe ich aber auch nicht, warum das noch nicht. Weil das so tief ist, du brauchst da so spezielle Geräte für. Du musst ja. Mit der heutigen Technologie sollten sie das schon langsamer schaffen. Ich meine, das haben sie vor 20 Jahren auch schon fast geschafft. Es gibt jetzt auch schon Maschinen, mit denen du darunter ganz alt denkst, sind die Dinger total teuer. Die Firmen, die das herstellen, die wollen natürlich auch Geld sehen. So. Naja, wenn die Forscher nicht unterstützt werden durch irgendwelche Maßnahmen. Aber Tiefsee ist doch eigentlich jetzt. Die tiefste Stelle auf der Welt ist doch der Marianengraben, ne? Mit. Ja. Keine Ahnung. Soweit ich weiß, 11.552 Meter. Auf jeden Fall tief. Und. Wenn du da reinmachst, kommst du nicht auf den Grund. Soweit ich weiß,
ist der Marian-Kram noch nicht vollständig erforscht worden. Ist er auch nicht. Ja, da sind sie nicht ganz runter gekommen. Aber eine andere tiefe Stelle gibt's ja gar nicht. Die sind bis jetzt auch noch nie wirklich an den Grund des. Also an den tiefsten Grund des Grundes, des Meeresgrundes gekommen. Aber es wird ja danach gestrebt, das halt zu entdecken. Allerdings ist das einfach teuer. Und alle, die da irgendwas mit zu tun haben, Sponsoren, egal wer, alle wollen irgendwie Geld sehen. Ja, und ja, was der Nice gerade gesagt hat, klar, es wird auch teilweise wirklich auf die Schultern der Steuerzahler einfach umgelastet. Deswegen, also meine Meinung ist, du kannst heutzutage ohne Betrügen und Belügen, kannst du heutzutage kaum noch ordentlich, weiß nicht, hier bestehen. Das. Ja. Das ist gerade für eine Trauermusik. Wahrscheinlich zu eurem traurigen Thema passt es, weil ihr hier nichts Begrüßiges anschneiden könnt. So, das habe ich euch gegeben. Du hast damit angefangen. Ich habe ja nicht gewusst, dass ihr so ein Thema draus macht, ey. Ist ja schlimm hier. Du kommst hier vor wie auf ein Trauerkonzert. Mit der Musik zumindest. Ja, Leute, denkt mal drüber nach. Politische Themen, ja? Man muss sich weiterentwickeln. Wisst ihr, vor allem das Witzigste an der Sache ist, du hast das gerade, was weiß ich, 14-jährigen Kindern erzählt, die das Let's Play schauen, die das überhaupt nicht interessiert. Liebe Leute, interessiert euch mal dafür, ja, wenn ich solche Themen schon anspreche, dann hört gefälligst zu, okay? So, jetzt vergesst doch mal alles, was gesagt wurde, genießt eure Kindheit nicht vorhanden, ja. Und geht Fußball spielen, so. Ja, guckt die Let's Plays nicht mehr, geht Fußball spielen. Hey Frank. Och, weißt du was? Ich habe eine Frage an dich. Du hast eine Frage an mich. Nutzt sich dieser Diamantenhandschuh ab? Es gibt eine Version, die nutzt sich ab, die hatte ich vorher auch drinne. Allerdings ist der dann abgestürzt, weil ich mittlerweile geupdatet hatte auf die neueste Version von Minecraft. Und für diese Version zurzeit gab es noch keinen sich abnutzenden Diamantenhandschuh. Das heißt, der hier ist vollkommen unzerstörbar. Okay. Ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Ja. Und keine Angst, den Handschuh werde ich auch, also es geht ja an die Zuschauer auch mit, den werde ich jetzt wirklich nur für hier unten benutzen. Dann, wie ich schon zum Warbase gesagt habe in der letzten Folge, werde ich diesen Handschuh verbarrikadieren und erst wieder aufmachen, wenn wir ihn vielleicht für eine neue Etage oder für irgendein anderes Riesenprojekt wieder brauchen. Du kannst ja ein Riesenlager für diesen Handschuh bauen, nur um ihn da drin zu verstecken. Also eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Ja, genau, so eine verschachtelte Kistentour. Wie so eine Matroschka. Das würde ich sogar hinkriegen bei meiner Langeweile. Man sieht nur mein Haus, meine Kiste in einer Kiste. Meiner Hauptwelt. Ich rede von der großen Kiste. Achso, also von. Den Kistenlager. Vom Lager. Ja. Jetzt bin ich stolz auf mich, dass ich etwas Sinnvolles eingetragen habe. Aus deiner Sicht. Das ist immer erstaunlich, wie der Neverguest hier durchgeht und immer voll den Durchblick hat, wo er lang muss. Ey, ich hätte. Na, ich meine, das sind vier Viertel. Ich hab jetzt schon links die Orientierung verloren. Ich weiß gar nicht mehr. Hey. Ich wüsste jetzt nicht mal genau, ich mach hier gerade so ein bisschen rum. Wo ich jetzt noch genau irgendwas hinbauen soll. Jahrelange Minecraft-Erfahrung, mein Freund. Ich setze hier aber meine Lampe. Du kannst ja immer mal darauf achten, wenn ich meine Lampe setze. Das ist vielleicht ganz intelligent. Weil sonst sehen die Zuschauer hier so ein dunkles Gewirre. Intelligentlich. Intelligentlich? Es gibt immer so intelligentliche Dinge. Zum Beispiel Sniper. Ich glaube, wir lassen das jetzt an der Stelle. Sonst kommen wir wieder auf völlig andere Themen, die mit Minecraft absolut nichts zu tun haben. Vielleicht entfernt ist. Siehst du mal Minecraft? Meine Frage, also wir spielen ja gerade Minecraft, ne? Das ist sicher, glaube ich, jedem schon aufgefallen. Meine Kraft. Oh. Battlefield, ja, das ist ungefähr so ähnlich aufgefallen. Ein bisschen grafiktechnisch niedriger, aber. Battlefield. Ja, das sowieso, also über Minecraft steht nichts. 64-Bit, Digga. Oh ja. So, jetzt hauen wir das hier mal hier rein. Warte mal, jetzt bin ich gerade raus. Was soll ich jetzt sagen?
wolltest du irgendwas sagen? Minecraft! Also, wir spielen Minecraft. So, jetzt hab ich schon wieder aus. Ja, ich spiele Minecraft. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau. Was würdest du denn sagen, könnte man noch in diesem Let's Play bauen als nächstes? Was hast du denn noch für Optionen? Ich meine, ich hab zwar schon 5 Milliarden Projekte, aber ich würde doch gern immer mehr Projekte haben. Ja, das ist eben immer so eine schwere Sache. Was braucht man? Das ist auch der Punkt, warum ich zum Beispiel gerade keinen Bock mehr auf Minecraft habe, weil mir absolut nichts einfällt. Und das sagt ein Kinder, das sagt ein zukünftiger Kindergärtner. Mein Gott, wo ist denn deine Fantasie, Junge? Ja, das ist wahr. Ich stelle mir das im Kindergarten bei dir vor. Ja, warum unterhältst du die Kinder? Mir fällt nichts mehr ein. Nein, im Kindergarten ist das was anderes als im Computerspiel. Da sag ich zu den Kindern hier, schnappt euch Ball und wir spielen auch Fußball. Beispiel. Ich kann jetzt natürlich auch zu meinem Minecraft-Hund sagen, hey komm, ich crafte mir einen viereckigen Ball, den werfe ich dir dreimal vor den Kopf. Und du verlierst Leben dabei. Ja, und dann freue ich mich. Warum ist mein Hund tot? Du hast mich wieder nie geworfen. Oh. Nein, das ist einfach bei Minecraft. Ich meine, ich habe an sich schon Ideen, nur ich baue und merke dann, hey, an irgendeinem Punkt, kacke. Irgendwie geht's gerade nicht weiter. An irgendeinem Punkt kacke, du merkst an irgendeinem Punkt kacke. Das wird dann wahrscheinlich dein Ausscheidungsorgan sein. Ich merke an irgendeinem Punkt kacke. Nein, das ist immer hier. Gott. Das ist hier in sowas eingezogen werden muss. Du gibst doch solche Vorlagen, kann ich da nichts dafür. Sonst war es eigentlich immer andersrum, dass du solche Dinge gegeben hast. Minecraft bildet! Was ist ja heute? Ich weiß nicht, zur Zeit. Ein Riesenleuchtturm mit einem Riesenhafen drunter. Genau, im Let's Play. Also, meine Freunde, in den nächsten 200 Folgen werden wir dann einen Leuchtturm bauen. Ja, guck, das meine ich. Das sind einfach so Sachen. Das sind so Ideen, die ich habe, was ich gerne bauen würde. Dann ja, so kleine Ideen. Was weiß ich noch? Ja, deine Idee habe ich auch noch im Hinterkopf, die habe ich aufgeschrieben. Ja, was hat denn der so. Oh, scheiße. Der hat gesagt, er würde doch gerne eine Art Haus oder Stollen oder je nachdem über der Käsehöhle sehen. Ja, das finde ich auch eine sehr geile Idee und das werde ich auch umsetzen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich jetzt für die neueste Zeit was suche, aber allgemein so ein paar Ideen von dir so mal zwischendurch, so von dem schlauen Geist in dem an. Man kann sich dazu denken, was man möchte. Ja, ich weiß nicht, wenn mir was einfällt, werde ich dann natürlich sofort Bescheid geben. Ich werde dich anrufen. Du wirst mich anrufen, mitten in der Nacht, so gegen 3 Uhr, so Frank, die Idee! Ich hab die Idee. Ist. Geht um Minecraft! Oh! Sag an! Was? Das duldet keinen Aufschub. Ja, also pass auf, hol dir mal Zettel und Stift. Also, das und vergesst die Lampen nicht. Don't forget the lamps. The lamps. Dr. Lamp. Sag dir nichts hier. Das ist... So. Klimper. Wir hatten ja ganz schön Level. Ich komme mir immer so vor, als wenn ich jetzt cheaten würde. Level. Ich komme die ganze Zeit so vor, als ich cheat ja auch ein, wenn es genau nimmst. Ach, ich weiß nicht, ob ich so schlecht vor. Ja, du bist so ein schlechter Mensch. Ja, Guess, du bist so ein schlechter Mensch. Ja, das sowieso. Schäm dich. In Schande. Gott. Schande über dich. Schande über dich. Na, Asche. Asche über dein Haupt. Ach ja. Asche und Putzmittel. Ach ja! Du kommst hier nicht vorbei! Nein, das musst du anders sagen. Du kommst hier nicht vorbei. Du musst das ein bisschen. Ja, du musst das ein bisschen wie außen sagen. Du kommst hier nicht durchstiegen. Genau so ist es. Du musst deine Kraft reinlegen in die Worte, ja? Du musst dich praktisch mit den Worten aufbauen, als wärst du so ein 2 Meter Schrank. Wahrscheinlich bin ich auch einer, wie man auf dem Bild vorhin gesehen hat. 2 Meter Schrank muskulös bis in den kleinsten Knochen. Ja. Nein, also das Bild muss mir extrem verkleinern,
weil... Ja, in Wirklichkeit sind wir 2,15. Wir mussten uns auch seitlich hinstellen, damit wir da überhaupt drauf passen. Auch von den Schultern her. Also... Ich hab nicht was zu.